wie frei uns, der die von der Ware eingeschaut hat, vielen Dank schön dafür. Ich würde also sehr frei, wenn ihr zugehört ihr und ihr den Subscriber anklicken. Dann habe ich noch eine WhatsApp-Nummer, wenn ihr die mal abschreibt, dann ans von Audio schreibt. Da würde uns sehr frei, wenn ihr das teilt. Von der sehr wie sehr froh, dass wir hier mit Predialied gehandelt haben, ein feines Zeugnis für uns sind. Ben und Tina Freus, die sind hier Predias in dieser Jähnt hier in Delhart. Und wir haben hier so aus ein Konzert in ihrer Kirche. Sie haben ihre Menschen alle eingeladen. Und wir freuen uns von dir, sehr, dass wir Gott wollen, deine Kerne, Menschen anzusparen, Jesus not zu folgen. Uns Bruder Freus hier, der ist Prediger gewesen für viele Jahre. Er ist auch ein Pilot. Er ist ein Pilot. Er hat viel Flugzeuge geflogen und hat dort mit dem Flugzeug der Fläche spritzen. Und ich will dort einmal eine Geschichte erzählen, was mit ihm passiert ist, als er fliegt dort, und was ihm passiert dort, als er ein Einleit hat mit dem Flugzeug, so dass er gehen kann, eine feine Geschichte erzählen, dort wir uns mit der Reit merken, Jesus zu begegnen. Ne Bruder, falls du deutsch fliegen mit dem Airplane, und du deutsch eins für ein Hechjahr, dann eins wird schief mit dem Flugzeug. Ja, ich dachte, Crop-Dusting, dort wir uns Salalas, durch ein Chihuahua, Mexiko, und als ich krieg beim Anwenden, mir kann auch nicht denken, als ich das letzte Mal fliegen dort. Mir kann von Klinschlitz hier euer, ich den Airplane herangemerkt, kann mir noch denken, aber nicht, als ich das letzte Mal fliegen dort, über die Seen, ich hab gerutzt ab einem Flex und eine Heche fliegen und dann umgewonnen, und dann wird die Plane gleich raufgejagt. Und gleich an die Erde. Aber die Leckel ja wie es, das brennt nicht ab, ne? Nein, no, wir sind nicht abgebrannt. Und mein Eck wird sehr verschleuern. Und ich konnte mich dann nicht denken von dort. Dann von ungefähr 3,5 weg wieder. Dann ab eins dann war die klar. Und sie sehen, ich habe euer verteilt. Aber da wir gut antworten, ich weiß, wie nicht klar ich war. Und der Doktor schon gesagt, dass sie dachten nicht, es ist so, dachten, bitte, da würde ein Wunder passieren, weil dann wird ich gut klar geworden. Aber ab eins, was hat ich 3,5 Weg wieder von ungefähr, dann ab eins, da glich so am Baden, ab eins kriegte ich so an Daten und dort komme ich denken. Das ist an Unabhängigen. Dann wollte ich mir das wichtig, ich kann klar denken, dann sehe ich, otro milagro de Jesu Christo, sehe ich. Und dann hing er rum, noch ein Wunder Jesu Christi. Und dann kickt ich sie nur mir und wir wettet lernen über mir und Tina sagt, du bist sie bad. Dann frage ich, hey, was ist mit mir, wo sie wie? Dann vertraut sie mir dort und dann sieht sie dort, dort wir 3,5 Weg drei ungefähr. Dann sehe ich, na, warum würde ich mir dort nicht euer gesagt haben? Yeah. Dann kickt sie mich scharfig an und sieht sie, na, sie hat irgendwie, ich glaube, das ist irgendwie für jeden. Na, dann wird mir dort klar, ich würde sie sagen, verschleuern sie an die was. Aber von dort kann ich klar denken. Sie, ich würde sagen, 3,5 Weg euer, von dort kann ich nicht denken. Es ist die Familie, sag ich, dort sind von ungefähr 3 Dio euer, du sei ja klar wart, da komm ich denken, dann unsere Familie, das, wie sie wie in Rom, mir, und da komm ich denken, unsere eine Tochter sieht, Hilda, die sieht, hey Dad, was wir singen, und sei hat gemeint, was sei würden singen für mich, wenn sie sehen, da tut wie ich sehr krank was. Ja. Und sei ja Karte Udem gehört, und dann sieht sie, was wir dort Leute singen, in mein Herzen glüht ein Licht, das leuchtet immer, und das ist Jesus. Und dort wir sind favorite Leute für mich, wir singen dort immer viel als Familie. Ja. Und ja, dort will ich singen. Und da komme ich singen, denken, dort Leute singen ich gewöhnlich Tenor. Und da komme ich denken, dort singen ich stark. Und sei es jeden, dort habe ich klar und Leute singen. Aber da wir nur die 15 Dio dann auch. Nein, no, dort wir 3 Dio euer klar war. Oh, 3 Dio euer klar Karte, Breath, ihr hört so, yeah. Udem, der kann mäßig kann vertrauen. Bloß dort Leute, hat ich stark gesungen. Oh. So, das ist ein Wunder Gottes. Da kann ich noch mal fragen, ja, welche Knöcke hat sie verbraucht? Ja, der Wert, Bäume, wie in Uing, soll er verbrauchen, eine Knäuel soll er verbrauchen, dann mein Collarbone, und dann auch die Arms, es ist hier, der soll er verbrauchen, auch das Arm hier hat uns ein Nail, ne? der bleibt. Der Flugzeug ist dort ein Hecht. Und dann wirst du gleich in der Kurve der Bohr und dann geht das direkt rauf. Ja. Ein Deva, wie die ganze Matur und alles in ihr Band. Ja, dann sehen wir, die Mutter wie ungeblieben und die Cabwerkband sagten, dass wir noch 15 Schild drehen. Das ist das Messie zu leben, das muss ein Wunder Gottes sein, anders wirst du doch ganz plottig hier da werden. Mit dem Schwung, du, ich denke, in jedem Jahr vom Bohr.
Das ist ein Wunder Gottes, dass so etwas passieren kann. Dann möchte ich ihm bloß sagen, hör ich mal von der Geschichte ans Bruder hier auf. Seine Geschichte muss wir unsere Menschen mitteilen, in der Anspannung ist für uns ein heiliges Leben für Jesus zu leben, dass wir bereit sind, Gott zu begegnen, wenn er uns helfen wird. Nicht so? Oh ja, in mir ist es sehr wichtig, immer, was Hebräer Kapitel 3, 4, und da sagt, Jesus als die Salz ja gestern, von der und an alle Ewigkeit, in der Dert von der Wunder. Das ist ein Wunder Gottes, dort ich lebe. Und eigentlich soll ja verschleuern, mein dicke Dorn, wie auch zwei, das dort, ich habe ein Jahr und Feiermonat so Kolostomie, so Ritiales, Kolostomie. Yeah. Und dort haben sie ganz gefext, in mein Denken, als Chlorträgekum, das ist ein Wunder Gottes. Und meine Beine und alles, wie soll er verbrechen, und meine Arms, aber Gott hat mich wunderbar geheilt. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass der liebe Gott mich so wunderbar geheilt hat. Sehr und schön. Tina sieht dann nur der Termin, dass sie heute immer gebetet, dass ich würde, was er krank so klar denken kann, als vorher. Und für mich ist das ein Wunder Gottes, dass ich so klar denke. Tina, was soll man vertellen, was mit dir passiert hat, diese ganze Zeit? Wie wir noch waren von Saladas und Casas Grandes im Hospital, fühlt sich dort die beiden wir. Wir und Alicia und ich, wir und du, unsere jüngste Tochter, wir haben gebetet und Gott gefragt, Luther nicht sterben, die ganze Welt hier war. Und euer wie bei Casas Grandes wir dann kam ich doch mit einem unserer Klar an, Gott würde nicht sterben, Luther, er war noch mal eine Arbeit für ihn, er würde leben bleiben. Und dort war mir immer waren wichtig, wenn die Doktor kam sein, wo Aufschritt nehmen, die wird irgendeine Minute weg sein. Du sollst Aufschritt nehmen von ihm. Sie dachte, er würde sterben. Du sollst Aufschritt nehmen, er würde sterben. Ja. Und wir kamen dann weiter an, Gott wird ihm nicht sterben, er hat noch mal Arbeit für ihn. Und er hat ihm gesund gemacht und sei ihm geholt. Sei ja Schmack. Dort ist ein Schmack, ein Zeugnis, er würde hier. Ich freue mich bloß, wenn wir Brüder und Sester sind, uns dort treffen. Wir haben uns mal eier getroffen, all viele Jahre drei. Wir studieren in Steinreich, in der Wirtschaft der Schullehrer dort in Steinreich. Der Direktor. Direktor von Steinreich, in viele von Juntianen Steinreich, wo diese Videos der Mexiko auch sein. So waren die dort sein. Viele von ihnen waren die Geschichte auch weiter vielleicht. Aber die, die in Paraguay wohnen, in Bolivien, in Deutschland. Das sind unsere Brüder und Sester im Hahn, die hier für Jesus arbeiten, in dieser Gegend Prediger sind und den Menschen von Jesus vertrauen. Wir haben hier, das ist auch hier, wir haben hier so ein Programm. Wir freuen uns bis sehr, dass wir können mit Jüntöp seine Geschichte aus dem hier auf dem Video abdehnen. Und ich sehe mir sicher, du kannst ein bisschen mehr dazu sagen von dem Ganzen, was du dort erlebt hast, Ola, und was du vielleicht unsere politischen Menschen vielleicht mal ansprechen willst. Ja, was mir sehr wichtig ist, wie der Doktor, als eigentlich klar wird, dann sieht er zu mir, dass er ich soll mich dort abschreiben und ich soll den Menschen dort sein, dass ein Wunder Gottes dort ich lebe. Wenn er sieht, er sei als Doktor, ich bin in Tokio gekommen, ich bin so sehr krank gewesen und dann hat der Doktor gesagt, er ruht wie alle. Dann werden sie sich einig geworden, sie würden mir die Antibiotika losnehmen und er sieht, der Doktor wird sich am alles kämmern, der sieht, er hat er losgenommen und so gedacht, Kesemora tranquilo, Leute in gemütlich sterben. Aber heute sind wir bloß nicht gestorben. So, ich bin sehr dankbar, ich weiß noch, dass ich dann nicht klar war, Luther, dann war mir einfach, war mir ihr schon mal sehr wichtig, wie mir fallen da viel falsch wie. Aber das sage ich dann Römer Kapitel 1, Vers 16. Ich schäme mich nicht, weil das Evangelium von Jesus Christus will, dort eine Kraft Gottes, was er säulich merkt, alle Worte und Gläubigen. Und da war mir sehr wichtig. Und ich, da war mir das sehr wichtig, die Gnade, was Jesus zu mir hat. Und ich brauche Jesus, wir brauchen Jesus alle. Das ist so wichtig, dass wir uns bekehren zu Jesus, dass wir wahrgeboren sind, dass wir reit sind, Jesus zu begegnen. Willst. Wir wollen nie nicht, wann euer Heimat uns in Hüse holen. Gott hört die Bäder von dir. Ich bin so dankbar für Tina, meine Frühen, unsere Familie, die haben so für mich gebetet. Und auch viele Menschen haben für mich gebetet. Sehr Dankeschön für mich beten. Und dort ist der Herr Jesus, was mich hat gesund gemerkt. Und ich sage immer mehr, dass ich sage, dass ich will Jesus verherrlichen, was er für mich getan hat. Vielen Dankeschön, auch für das uns hier von der OSOS handeln, in der Kirche. Auch vielen Dankeschön für das Mittag, was ihr uns hier gegeben habt. Sehr vielen Dankeschön dafür. Und wir wünschen Jünd hier, aus Brüdern und Sestern, aus Prediger hier für Jünd in dieser Gegend, dass die waren ein Zeugnis kennen sollen.
anzuplotten für Menschen, das Evangelium von Jesus wiederzubringen. Und wenn du der Torhäuche bist, wo immer du auch bist, du setzt dir vielleicht ganz gemütlich in deinen Sofa und denkst dir auch so, wo kann ich für Gott denn? Frau Jesus doch mal, hei wach von dir ab, dass du warst, dein Hort, reit mir auch auf den Arm. Und wenn du Sünde noch in deinem Leben hast, dann der doch nicht Jesus gehen, der doch Buße denn, und Jesus wird dir dafür geben, und dann wirst du unsere Brüder und Schwestern im Hahn sein. So von der ersten Zeit, dass wir abstehen von unserem Schlupf, so dass wir unseren Vater im Himmel, deine, dass wir am Wort loben und preisen. Mit diesem Video, ich hoffe, dass wird eine Anspannung für dich war sein, weil dir über Not denkt, wie hoch sich das Leben kann dich sein. Gott jäfert nach der Not wieder, sei wieder auf Verheer Christi, und noch nachher, auch nun, Gott deine mit ihrer Go. So dort mach wie die Leibertauheuche von dir ganz besonders anspannend wird. Wir wünschen dir und deine Familie noch einen schönen Tag mit Jesus.